Es ist noch so flüssig, weil es noch so heiß ist. Ecstatic first bite. Oh mein Gott, so geil. Und zwar wirklich der allerbeste. Die Zutaten hier sind exemplarisch, die Mengenangaben sind da noch nicht dabei, das Rezept zeige ich euch aber gleich noch. Und ich fange jetzt erstmal an, indem ich eine große Menge Rhabarber schneide. Und während ich hier draußen sitze mit meiner Schüssel und meinem Messer und meinem Rhabarber und das quasi oben so anschneide und dann so stückweise die Haut abziehe und es dauert ewig, zeige ich euch schon mal das Rezept. Und zwar brauchen wir für den Teig 90 Gramm Butter, 5 Eigelb, 4 Esslöffel Zucker, ein Päckchen Vanillinzucker, 250 Gramm Mehl, ich mische da immer Dinkel und Weizen, ein Päckchen Backpulver, 1 bis 1,5 Kilogramm Rhabarber und das Ganze kommt dann bei 200 Grad Ober-Unterhitze für eine Stunde in den Ofen. Für den Eischnee brauchen wir 5 Eiweiß, 250 Gramm Zucker und dann backen wir das Ganze nochmal für 10 bis 15 Minuten. Bei den ganz dicken Rhabarberstangen, da halbiere ich die einmal so längs und der hier hatte auch blöde Stellen, die ich weggeschnitten habe. Und ja, ich bin hochkonzentriert. Es muss ja nicht immer alles ästhetisch aussehen, ne? So, dass ich das Mehl beim Mixen hinzugefügt habe, habe ich jetzt nicht gefilmt, weil ich nicht so viele Hände hatte. Aber stellt euch vor, ich habe Stück für Stück das Mehl dazu gekippt. Dann werde ich jetzt mit der Hand weiter kneten. Und da passiert es schnell, weil der Teig so butterig ist, dass der zu weich wird und zu bröselig. Dann hilft es, den auf jeden Fall zwischendurch nochmal kalt zu stellen und den eben nicht zu lange mit der Hand zu kneten. Weil man will ja einen festen Boden haben, den man am Ende in die Form tut.
Und dann verteile ich den Eischnee mehr in der Mitte als am Rand, aber schon so, dass er bis an den Rand kommt. Und dann, wenn ich den jetzt wieder in den Ofen stelle, dann klemme ich so einen Kochlöffel in die Ofentür, damit der schön fest wird, der Eischnee. Die ganze Feuchtigkeit abziehen kann. Und nach 10 bis 15 Minuten hole ich den wieder aus dem Ofen. Und dann lasse ich ihn langsam abkühlen. Der Eischnee wird ein bisschen zusammenfallen, das ist normal. Aber wenn der jetzt nicht krass Zugluft kriegt, dann sollte das eigentlich gehen. Das ist der fertige Kuchen. Ich mag den mit ganz viel Eischnee und ganz viel Frucht und einem schön fluffigen Boden. Falls ihr den nachbackt, dann schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob er euch geschmeckt hat. Und lasst gerne ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Ich lade ja im Moment nicht so super regelmäßig hoch, da kann schon mal was untergehen. Und ja, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.